Irgendwelche Würmer. Sandschlange. Blow your way. Take that. Vielleicht soll ich ihn doch mal ein paar Skills noch erlernen. Vielleicht bringt's ja was noch. Was kannst du noch so? Immer. Mach mal. Oh, Forest, protect us. Also an Skills mangelt hier echt nicht. Diamantstaubangriff bitte. Oh, Earth, awaken. Erde könnte vielleicht sehr, sehr schwach wirken. Aber wenn sie gegen was immun sind, dann wird es wahrscheinlich Erde sein. Oh, vielleicht aber auch nicht. Feel the power of ice. Einfach mal draufschlagen. Oh, verwirren gefällt mir gar nicht. Okay, er hat auch schon die Keule ausgerüstet. Ich sollte ihm vielleicht mal ein bisschen Nahkampf geben jetzt. Ich habe ja nicht umsonst die Keule. Justin sollte ein bisschen Nahkampf kämpfen wieder. Okay. Ich finde es schön, dass sie hier einen riesen Außenposten errichtet haben und hier trotzdem die Gegner wie noch was rumstehen. Halt mal an, ich will mal sehen, was du drauf hast. Okay, sie ist eindeutig eine Magierin. Im Nahkampf ist sie nicht zu gebrauchen. Trab werde ich auf jeden Fall auf kein hohes Level mehr bekommen, da bin ich mir sicher. Aber vielleicht schadet es nicht, wenn ich ihm ein bisschen noch Skills noch beibringe. Blow your way. Take that. Oh, sehr gut, alle drei. Bringt jetzt levelmäßig aber nichts leider. Oh, hat gekontert, du Schwein! Lässt sich aber auch schon eigentlich sehen. Der Angriff von Liet im Nahkampf. Ah. Das ist eine Geschwindigkeit. Sehr saures Arm. Die haben auch gleich um. Gut, dass ich hochgegangen bin. So, jetzt will ich das mal sehen. Gleich. Was haben wir noch? Hier, Vergiftung, das kennen wir alle. Klammgut, Vergiftung, genau. Das ist dann verwirrend, oder? Ich gehe mit Sporen. Mit Meteoriten an.
beben. Oh, mach mal Meteoriteneinschlag, bitte. Klingt ganz nett. Einfach nochmal die ganzen Sachen anschauen. Ist auch überhaupt nicht übertrieben. Könnte es auch noch ein bisschen Erdenergie sammeln. Ja, sobald Justin dann erstmal alle Sachen hat, die er braucht, dann wird es auf jeden Fall besser. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Sachen alle brauche, aber ich will es halt haben. Und bei Rapp muss ich echt mal drüber nachdenken, ob ich ihn mit ein bisschen graben lasse. Erd hat halt wirklich den Nachteil, du hast anfangs wirklich nur einen passiven Skill, bevor du den ersten richtigen Angriff hast. Erde-Level ist am ekligsten. Hat Liette eine Autoheilung? Komm, gib's ihm mal so richtig. Warte mal. Was denn noch? Halt den mal. Great Earth, show your power. Also Schwerkraft kann schon echt eklig werden, wenn du einen Gegner hast, der Nahkampfangriffe macht. Ah, Bewegung minus 7 bloß. Muss ich mir merken. Aber damit kann man den Gegner schon richtig schön ans Bein pinkeln. Hier, machen wir den. Use your guts. Hätte ich gewusst, dass ich ihn behalte, hätte ich ihn vielleicht schon eher geskillt. Gut, jetzt Keulenangriff. Wir nehmen natürlich auch alles mit. Aber wir müssen doch hier in der Nähe von der also irgendeiner Festung von Baal sein, oder? Here goes. Ha! Erledigt das die vielleicht schon? Keine Ahnung, wie viel Schaden das jetzt gemacht hat. Oh, Earth, awaken. Gut, das müsste die beiden killen. That was an easy victory. Würde ich aber auch sagen. Ich glaube fast, ich bin zu stark für die Gegner hier. Was? Wo kommen die denn her? Gut, dann weiß ich wenigstens, dass da hinten nichts ist. Ich glaube trotzdem mal kurz nach. Vielleicht wurde noch was nicht richtig angezeigt. Ach nee, nicht bumm. Aber bumm, peng bitte. Soll ich sie soweit fertig machen? Oh, Earth, awaken. Das
müssen die beiden unten töten. Oh, ein Dreierbiss. Gut, dann einfach drauf zuschlagen. Das darf auch mal an. That was an easy victory. Wirklich keinen Sinn. Oh, haha. Diese Sandschlangen sind einfach nur Würmer. Mann, ich wüsste echt gerne, wie weit das Spiel noch geht. Ja, endlich ein Erdlevel ab. Was hast du denn noch so? Schwerkraft immer? Verwirren vielleicht. Mach mal den hier. Oh, Forest, protect us! Ich will nur, dass er seine Freunde angreift, was er jetzt eigentlich machen müsste. Weil dieser Verwirrungsangriff ist sehr gemein. Zumindest hatten wir immer das Problem, wenn unsere Leute verwirrt sind, dass sie uns halt maximal auf den Sack gegangen sind. Liet hat eine automatische Heilung. Die muss irgendwas Besonderes haben. Irgendeinen bestimmten Gegenstand. Gut, verteidigt euch ruhig. Ich brauche noch ein paar Erdlevel. Erde und Wind. Erde und ein Level auf Wasser brauche ich noch. Gut. Oh Mist, das trifft alle, oder? Okay. Der ist auch nicht mehr verwirrt. Arsch. Verteidigen sich alle aus irgendeinem Grund. Ha, take that, I'll kill ya. Justin kann gleich mal alle heilen, weil die Sandwelle dann doch ein bisschen weh tat. Ah, endlich. Alle heilen kostet zu viel. Einmal jetzt nicht, weil irgendwie glaube ich, dass sie wirklich geheilt wird mit der Zeit. Und jetzt beim nächsten Mal das erste Mal dran ist, versuche ich mal diesen Bebenzauber. Die heilt sich echt selber. Das ist wirklich ein Gegenstand, den man gut gebrauchen kann. Sind zwar bloß 3 Lebenspunkte, aber auf lange Sicht wird das alles wieder gut. Was zur Hölle? Ein paar Yetis von mir aus. Guck mal den hier. Jetzt macht den neuen Spezialangriff. Gerne mal sehen. Oh komm, heil dich mal selbst. Wenigstens ein bisschen Erfahrung mit dem Kampf gesammelt. Suffer
the punishment of heaven. Das tut weh. Ach komm, über den hier. Oh, Wind, twist like a tornado. Pust die alle weg. Die Schockpeitsche. Oh, super. Wenn die Keule mal ein bisschen auflevelt, kriegt tatsächlich einen neuen Angriff bei Justin. Wieso bin ich jetzt in den reingerannt? Probieren wir gleich mal die Schockpeitsche aus. Blitzpeitschenangriff auf einen Gegner. Mach mal den, weil ich wette, das trifft wieder alle wie die Feuerpeitsche. Oh, es trifft doch nur einen. Das überrascht mich jetzt aber. Beben, das lässt du mal bitte. Nutzt deine Eingeweide? Use your guts. Guts! Nutzt eure Eingeweide. Eingeweide! Weißt du was? Töte den da mal. Was? Was ist denn die für ein Monster? Wir sehen aber, glaube ich, alles jetzt mittlerweile. Die Auferstehung haben wir bisher noch nicht gesehen, aber es passt ja auch. Und jetzt die Wechsel. Diese Frau steckt voller. Toller Sachen, muss ich sagen. Please protect us. Die hat so viele spezielle Fähigkeiten. Die heilt sich selbst. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass sie sich einfach mal wegteleportiert. Ich glaube, ihre Ausrüstung muss ich auf jeden Fall lassen. Oh, Sandbälle, das kann wehtun. Geht so. Hau mal den da weg, das ist gefährlich. Einfach den, der macht zittern. Hau diesen Wurm zu Brei. Alright, we won. Wenn du da durchrennst, dann wirst du garantiert erwischt. Mach du mal da weiter.
Könntest eigentlich auch mal den machen. Das erwischt nicht nur alle, sondern das erhöht auch drei Sachen gleichzeitig. Es erhöht gerade die Keule, das erhöht Erde und es erhöht Feuer. Das ist eigentlich das Beste, was ich gerade habe. Ist das ein Hinterhalt deswegen? Nee. Da, was? Das ist ein Hinterhalt? Warum? Okay, Justin könnte vielleicht mit mir rum, dass er ein bisschen heilt. Boah, das ist jetzt richtig mies. Pena ist gleich am Boden. Ich gleich mal, dass ich eine blaue Pille oder sowas nehme. Ich habe eh viel zu viel Kram. Das ist eine Art kleines Secret. Nur zwei. Use your guts! Guts! Ich bin Beowulf. Also, der Spruch von dem ist irgendwie komisch. Beben. Oh, Earth, awaken! Justin kann dann noch einmal ein Allheil machen und... ja. Dann läuft das schon. Here we go. Aber dieses Tü-tü-tü-tü-tü klingt irgendwie nach Mario. Ah, hau ihn mal zu frei. Alright, we won. Bin gespannt, was er noch alles lernt. Was sind das? Ich will jetzt alle platt machen. Dich noch mal selber. Du kannst an. Now you'll be okay. All right, we won. Kann ich nicht gegen vier gleichzeitig kämpfen? Giant blast!
Ah, er hat Level Up, gut. Gut, wenn sie mich angreifen, dann mache ich auch fertig. Die anderen haben noch fröhlich rumgesetzt. Perfekt! Ach, verdammt! Ich dachte, ich habe doch genug. Gut. Ja, doch wieder das. Muss ich halt so lange machen, bis er ein bisschen weiter ist. Dass er mehr kann. Bin ich hier schon so nah am Ende wieder? Vielleicht hätte ich doch den anderen Weg dann vor hinten vor und versuchen was an. Kann ja nochmal zurückgehen, das geht ja problemlos. Das ist gerade ausgemacht. Oh, Earth, awaken! Normale Angriffe. Blow your way. Take that. So, zwei erwischt wenigstens. Ja, warte, ich bin das jetzt noch fünf. Oh mein Gott. Bei dir gucken wir jetzt echt mal, dass wir noch ein Stück weiterkommen. Es dauert immer so ewig, bis man so viel Erdlevel gesammelt hat, dass man wenigstens Zittern kriegt. Komme ich dann wieder hoch? Hier kann ich gar nicht lang, okay. Nein, da wollte ich nicht, okay. Da muss ich auch noch mal kurz einen anderen Weg. Dann kann ich auch gleich die Aufnahme beenden.
Und zwar kann ich den Yeti dann auch noch da töten. So, hier gab es ja noch einen Weg. Ach so, hier war bloß das. Hätte ich ja gleich hingehen können. Königshörner. Perfekt. Jadwin's secret move. Dragon King Slice. Unsterbliche Aura. Gefällt mir. What a finch. Wahrscheinlich irgendwas mit Erde jetzt. Oder mit der Keule. Ich lasse mich überraschen. So. Hier ist auch so. Nochmal für Justin. Wie gesagt, ich werde immer Justin pushen. Justin ist der Held. Komm, wir nehmen ihn auch noch mit. Da haben wir das ganze Gebirge leer geräumt. Sag mal, Justin. Please protect us. Wie springfreudig sie jetzt aussieht. Mach du mal den hier. Okay, das sagt anscheinend öfters. Machen wir den hier. Oh Mist. Boom, bitte. Jetzt habe ich ja nicht nach der unsterblichen Aura geschaut, aber das kann ich bei der nächsten Aufnahme machen. Hau ihn zusammen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich wirklich durch das Spiel noch durchrushen, aber ich nehme die Zeit halt einfach. Da auch noch was? Okay, das werden wir beim nächsten Mal gucken. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Grandia für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.